städtische Bibliothek. Plötzlich wird es hell und heller. Sonnenstrahlen fallen durch die Fenster der Bibliothek und sie erstrahlt hell und klar. Vom hellen Licht geweckt, wacht Herr Drader plötzlich auf und blickt sich um. Was ist passiert? Ich bin doch eben noch mit Königin Aleph der Sonne entgegengeritten. Ich war tot. Wie kann dies sein? Wie ist das möglich? Herr Drader rafft sich auf und blickt sich auf dem Schreibtisch um. Das Buch, das er gefunden hatte, es ist weg. Das Buch der Ewigkeit, denkt er. Es ist weg. Es ist in Sicherheit, an seinem alten Platz im Tempel. Aber wo bin ich? Das ist doch nicht die alte Bibliothek in Illumnetas. Oder doch? Er schaut sich um und erblickt neben den alten Regalen die Fenster. Er steht langsam auf und geht zu ihnen hinüber. Sonnenstrahlen lassen die alten und vergilbten Fenster hell erstrahlen. Er schaut auf ein altes Bleiglasfenster, das zwei Menschen zeigt. Langsam tastet er mit den Fingern über die Fläche. Es zeigt eine Hochzeit. Dann erkennt er Herr Drader die beiden Menschen. Es sind Tandas und Saphira. Ein Lächeln zuckt über sein Gesicht. Und schlagartig kommt die Erinnerung über das Erlebte in ihm hoch. Er sieht vor seinen Augen nochmal die Hochzeit der beiden, wie glücklich sie waren und wie viel sie gelacht hatten. Dann schweift sein Blick nach links auf das andere Bild. Freude kommt in Dradon hoch. Es zeigt die Hochzeit von Phorea und Lucius. Und mit einem Mal erkennt er ein Bild nach dem anderen. Es sind die Bilder aus der Bibliothek in Illumnetas. Auch die Regale stehen noch so, wie er sie in Illumnetas gesehen hatte, als er den Abschiedsbrief für Saphira schrieb. Er kann es nicht glauben. Sollte das alles wirklich passiert sein? Er glaubt zu träumen. Doch es ist zu wirklich gewesen, als dass es nur Einbildung sein könnte. Es ist zu hart gewesen. Es musste eine andere Welt geben, in die er hineingeraten war. Es waren die Stimmen, die ihn gerufen hatten, und das Buch. Das Buch hatte ihn hineingezogen in diese Welt. Es kann nur so gewesen sein, erklärt er sich selbst. Überwältigt steht er vor den Fenstern und sieht nach und nach die Menschen in den Gemälden. Auch Eboha und Eron hat er erkannt. Fasziniert bleibt er stehen und schaut noch lange auf die Fenster. Und so denkt er bei sich. Es ist das Schönste und Aufregendste, das ich je in meinem Leben erlebt habe. Nach einer langen Weile hat sich Herr Drader wieder gefasst. Er geht an den Tisch, wo er aufgewacht war, greift seinen Schlüssel und seinen Autoschlüssel. Schaut noch einmal auf die Fenster und verlässt die Bibliothek. Er schließt die Tür auf und tritt nach draußen. Er dreht sich um und verschließt die Tür. Er tritt ein paar Schritte zurück und erblickt den Bogen mit der Schrift. Erlebe die Erfahrung und lass sie zu deiner Weisheit werden. Er liest sich diesen Satz noch einmal durch und plötzlich beginnt er zu verstehen. Es ist das, was er zu Lucius gesagt hatte, als Phorea gestorben war. Und plötzlich beginnt Herr Drader zu verstehen, warum der Satz in den alten Steinbogen eingemeißelt worden war. Es muss durch Lucius' Anweisungen geschehen sein. Jeder sollte wissen, dass es immer einen neuen Weg gibt, den man gehen muss. Wo Wege enden, werden neue entstehen. Das ist es, was Dradon meinte. Die Erfahrungen sind unsere Wege, die wir gehen müssen. Und nur durch sie erlangen wir die Weisheit, die uns zeigt, welche neuen Wege sich auftun werden. Und plötzlich erinnert er sich, was er zu Saphira und Tandas gesagt hatte am Nordtor, bevor er mit Königin Aleph in die Sonne ritt. Der Tod ist nur ein neuer Weg, den wir alle gehen müssen. Und so geschieht es, dass diese alte Bibliothek für Herrn Drader noch mehr an Bedeutung gewinnt in seinem Leben. Durch sie hat er erlebt, was ihm sonst für immer verborgen geblieben wäre. Mit Freude und etwas Wehmut erfüllt, geht er die Stufen hinunter auf die Straße.
Er blickt nach rechts, dann in die Sonne. Als sein Blick wieder auf die Straße fällt, vorbei an einigen Autos, bemerkt er eine junge Frau. Ihre langen gelockten Haare fallen ihr bis unter die Schultern. Sie kommt auf Herrn Drader zugelaufen. Er schaut sie weiter an und erkennt ihr Gesicht. Sie sieht aus wie Saphira. Ja, sie sieht genauso aus wie die Saphira, als er sie das letzte Mal in Arx Aeterna erblickte. Nun erkennt er sie. Es ist eine seiner Besucherinnen, die viel lesen und mindestens dreimal in der Woche in die Bibliothek kommen. Er schaut sie an und lächelt ihr freundlich und fürsorglich ins Gesicht. Auch sie lächelt zurück und fragt ihn, ob die Bibliothek noch zu sei. Meine liebe Freundin, die Bibliothek bleibt heute geschlossen. Aber warum denn? Es ist doch erst Freitag. Ich habe etwas Unglaubliches erlebt, das ich dir unbedingt erzählen muss. Komm, ich lade dich heute zum Essen ein. Was hast du erlebt? Das erzähle ich dir beim Essen. Es ist schier unglaublich, was passiert ist. Und beide gehen die Straße entlang zum Restaurant, wo sie beide essen wollen. Doch lange bleiben sie nicht allein. Plötzlich erblickt die junge Frau ihren Freund auf der anderen Straßenseite. Sie ruft ihm zu, dass er herüberkommen soll. Auch er hat sie und Herrn Drader gesehen. Zwei Autos abwartend überquert er die Straße und tritt auf Herrn Drader zu und begrüßt ihn wie einen alten Freund. Dann küsst er die junge Frau, umarmt sie und fragt sie, wo sie hingehen wollen. Herr Drader schaut ihm ins Gesicht und erkennt in ihm Tandas. Es ist unglaublich, welche Ähnlichkeit dieses junge Paar mit dem Königspaar in Illometas hat. Lächelnd schaut er beiden in die Augen und lädt sie zum Essen ein, in ein nahegelegenes Restaurant. Ich muss euch beiden eine Geschichte erzählen, die so unglaublich ist. Ich würde es nicht selbst glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte und mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Der junge Mann fragt nach, was hast du erlebt? Beim Essen. Beim Essen erzähle ich euch alles von Anfang an. Es ist so viel passiert und so unglaublich, dass ihr mich wahrscheinlich für verrückt halten werdet. Aber ich habe es nun mal erlebt. Kommt, es ist Zeit. Und so gehen sie die Straße entlang. Herr Drader mit einer erlebten Geschichte, die so unglaublich ist, dass er sie aufschreiben wird. Sie wird als Buch erscheinen und nicht nur in seiner Bibliothek reißenden Absatz finden. Was ihm viel wichtiger erscheint und auch ist, ist seine Familie, zu der er zurückkehrt. Die drei Freunde gehen die Straße entlang und laufen und sich bereits anregend unterhaltend auf das Restaurant zu. Was sie nicht bemerken, ist ein recht großer Mann, der im Hintergrund gerade die Straße überquert. Nichts Ungewöhnliches in dieser Stadt, doch eines ist merkwürdig. Er trägt einen langen Mantel mit einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hat. Sein Mantel ist auch nicht so farbenfroh wie die Kleidung der anderen Menschen. Nein, sie ist dunkel und wirkt fast unheimlich. Er kommt auf die Straßenseite unserer drei Freunde. Er schaut sich um. Plötzlich, für einen kurzen Augenblick, konnte man sein Gesicht erkennen. Es ist unglaublich. Er sieht aus wie ein Satas. Er könnte ein... Vielleicht... Es könnte Tianar sein. Langsam geht die Gestalt hinter den drei Freunden her, bis sie in das Restaurant einkehren. Hier geht die Gestalt weiter. Sie geht die Straße entlang, bis sie in den Schatten der Häuser verschwindet.